Hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Die Nachbarsbauern sind in einer weiteren Aufnahmesession unterwegs. Ich habe die Zuckerrüben habe ich schon fertig gewalzt. Jetzt sind wir da hier. Die Sonnenblumenaussaat noch ein bisschen andrücken. Und der Gacki ist natürlich auch wieder am Start. Hoffe ich zumindest. Gacki, bist du da? Ich bin da, ja. Voll konzentriert beim Holzverladen. Hast du dir meine Tipps zu Herzen genommen? Nö. Sehr gut. Da hast du ja alles richtig gemacht. Immer. Wenn das blöde Klammer aufgehen würde, wäre es auch gut. Hallo. Hallo? Hallo. Jetzt. Warum muckelt es hier? Hallo. Es ist vielleicht gerade, weil ich mit Bäumchen spiele. Gacki und seine Bäume. Ha! Apropos Gacki und seine Bäume. Machen wir das jetzt eigentlich so, wie wir besprochen haben? Also, eine Überlegung wäre es doch. Du weißt schon, dass du dich da voll hast, ne? Das ist mir klar, dass du da Lust drauf hättest. Vielleicht sollten wir es den Zuschauern auch mal erklären. Wir haben ja irgendwie in den letzten Folgen so ein bisschen überlegt, was machen wir, wenn wir hier fertig sind. Und ich bin da auf eine Idee gekommen. Wir hatten uns ja schon unterhalten über dieses sogenannte Terra Live, was vermutlich Anfang nächsten Jahres kommen wird, was ja die Weiterentwicklung von Mais Plus sein wird. Aber so lange bis dahin halten wir es hier eigentlich nicht aus. Deswegen dachte ich mir, schieben wir ein kleines Zwischenprojekt ein. Und zwar kommt ja in... Mal gucken. Das ist ja schon fast, wenn die Folge erscheint, kommt ja die Platinum Edition mit sehr viel... neuem Holz-Equipment und einer neuen Holzkarte und so. Und da habe ich zum Andi gesagt, du machst doch auch gerne Holz. Wie wäre es, wenn wir einfach ein kleines Forstprojekt zwischenschieben, bis Terra Live kommt? Und ich glaube, da hat er Lust zu. Oder wie sehe ich das? Ja, das Verladen, das hat mir schon übelst gut gefallen. Und mein, so richtig Holz machen, ich meine, da müssten wir mal uns vielleicht Tage mal zusammensetzen, Gacki, und mal ein Mod-Paket schnüren, weil ich weiß nicht, was auf der Karte alles drauf ist, aber wir würden mit Sicherheit auch ein paar Holzproduktionen brauchen. Ja, auf jeden Fall. Also was ja da kommen wird, ist ja zum einen die Bootswerft, die man, wo man Boote bauen kann, okay, und cool. die Achterbahn. Du kannst da eine Achterbahn dann bauen und die kannst du dann, glaube ich, sogar fahren. Okay, nice. Also das sind eben so diese Features und dann eben die ganzen neuen Maschinen, die es eben gibt mit Seilrutschen und auch Seilwinde, glaube ich, diesen Volvo Radlader mit der großen Holzschaufel und was weiß ich nicht alles. Also da kommen ja zurzeit jeden Freitag die neuen Factsheets immer raus. Also ich glaube, das wird ganz interessant werden. Ja, auf die Seilwinde freue ich mich schon ein bisschen. Ich hoffe, die kann was. Ja. Und ich denke mal, die eine oder andere Holzproduktion wird man bestimmt auch jetzt schon finden. Okay, kurze Zwischenfrage noch. Die Achterbahn, wo du gesagt hast, ist die fix oder kann man die quasi bei Hand bauen? Ich denke, dass die fix ist. Dass man da praktisch, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht genau gesehen. Ich denke, dass du da einfach Material hinbringen musst, dass die dann gebaut wird oder so irgendwie. Und ja, Stefan, dann habt ihr bestimmt was zu lachen. Aber wir können das, glaube ich, inzwischen ganz gut. Und es ist halt mal, der Gedanke war einfach mal, es ist mal was komplett anderes mal wieder. Und es wird ja immer mal wieder nach Forstprojekten nachgefragt. Ich hatte ja im 19er hatte ich auch ein reines Forstprojekt mal gehabt, eine Zeit lang.
Und das war eigentlich auch ganz gut angekommen. Und ja, da dachte ich mir, da könnten wir vielleicht mal irgendwann was machen. Aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall, wie wir schon gesagt haben, hier noch die Ernte-Season hier durchziehen. Ja. Dass wir hier auf jeden Fall zu einem Ende kommen, zu einem guten. Wir können ja wirklich sagen, dass wir zum Schluss des Projekts unsere Lagerbestände komplett verkaufen. Okay. Um zu gucken, was dann am Ende bei rumkommt. Die Maschinen und so, die lassen wir stehen. Aber eben, was an Lager da ist, wäre doch auch noch witzig. Ja. Auf jeden Fall. So, genau. Ich mal gucken, wir haben... Na gut, vielleicht schaffe ich das heute noch. Ich will mir einen neuen Traktor kaufen, noch heute so nebenbei. Habe ich mir beschlossen. Na, aber genau, da könnte ich ja mal gucken, was der hier bringen würde. Na gut, wenn ich ihn direkt verkaufe, 135.000, ist jetzt nicht so viel. Aber da brauche ich nicht viel Kredit. Es ist gut. Aber jetzt machen wir erstmal die Mission hier fertig. Die Mission fertig machen. Holz habe ich nämlich verkauft. Da bin ich durch. Ich muss mal in meinem BGA, glaube ich, mal einschalten. Aber stimmt, dann könnte ich eigentlich jetzt den Radlader mal zurückgeben. Radlader. Also, nicht einschalten, aber hier das Förderband einschalten hier. Das glaube ich ja. Ja. Ja, Foltergabel weg. Sieht's denn aus? Hier brauche ich auch nicht mehr. Oh Gott, die sind ja komplett. Oha. Liebes Förderband, du musst jetzt mal ein bisschen ackern hier. Muss ich definitiv jede Stunde jetzt hierher gucken und mal ein bisschen anschalten. Ja. Naja, da kann ja mein neuer Traktor dann gleich mal die Zuckerrüben nachher fahren. Ich glaube, das wird in der morgigen Folge was werden. Ich muss hier noch ein paar Sonnenblumen andrücken. Mach das einzeln mit der Hand, die drücke ich so fest. Ja. Jedes Kernchen einzeln, ich weiß. Ja. Ja, ich habe hier auch noch 30% meiner Sämission. Ich habe noch eine Düngemission. Okay, auch gut. Apropos Mission, ne? Wir könnten mal gucken, was da irgendwas bringt. Also vorhin war nichts. Nur alles Dünge. Alles abgegrast. Nur meine Düngemission ist drin. Ach, vielleicht hast du dann meine Mission gesehen. Ach nee, du hattest ja selber eine zum Säen, hast du gesagt, ne? Ja, ne, die hatte ich ja letztes Mal schon angefangen gehabt. Hm. Die Baumwolle hier. Da gucken wir, dass wir die letzten Prozente hier noch schaffen. Können wir ja den schon mal... Ne, den kann ich nicht zum Shop fahren, weil ich erst die Sämaschine zum Hof bringen muss. So. Ja, ein bisschen was haben wir noch zum Walzen, aber der Tag geht ja noch ein bisschen, zum Glück. Und es wird dir jetzt schon wieder länger hell bleiben. Ja, Gott sei Dank. So. Wie sieht eigentlich das Stream aus? Gacki, hast du mal mein Bild kontrolliert? Ist das Wackerfrei? Ich habe deinen Stream so nicht offen. Das kann ich nach der Folge kann ich mal reingucken. Das wäre echt toll. Also hier zumindest Stream und Aufnahme, ist es alles in weiß.
Nix gelb, nix rot. Das ist schön. Ich habe tatsächlich schon wieder 91 ausgelassene Frames. Ausgelassen? 0,1%. Ich habe, 285, aber ich weiß nicht, ob die von letztes Mal noch dastehen oder. Ne, das wird eigentlich immer zurückgesetzt. Da habe ich 286 von. Ne, es kann nicht sein. 905.000? Ne, das ist nicht zurückgesetzt worden. Also ich gucke immer bei mir unten in der Leiste im OBS, steht das bei mir. Achso. Null. Das Statistikfenster. Achso, da habe ich null. Ich denke, die 91 waren bei mir beim Holztransport, wo ich so leichte Lags gehabt habe. Ich hab übersprungene Frames durch Codierungsverzögerung. 18 Stück. Eieiei. 18 Frames. Von 205.000. Das ist ja fast eine halbe Sekunde. Ja. Insgesamt, ne? Ich wollte nur sagen, das würdest du nicht mal merken, wenn das am Stück wäre. Ja, gut. So, reicht das Saatgut? Ich glaube nicht. Es könnte eng werden. Es ist immer dasselbe mit diesem Saatgut. Ja. Hi! Schmiedezechin? Hallo? Ich bin hier gerade. Genau. Ja, ebenfalls schönes verlängerte Wochenende. Es sind ja hier Feiertage und Halloween und Glumper War. Ah, es ist herrlich. Wie geht es dir? Ja. So sieht's aus. Ja, Gacki, magst du Halloween-Partys? Nö. Nicht? Schmeißt du irgendwelchen Kindern Bonbons hinterher? Nö, auch nicht. Ich werde nicht mal hier aufmachen, wenn es hier klingelt am Montag. Ah. Nö. Er mag keine Kinder. So. Nö. musst du kleine Steine in Bonbonspapier packen und die dann verschenken? Nee, naja, ich habe da schon gesehen, da hat einer Ferrero Rocher nachgebaut. Mit? Rosenkohl in Schokolade gefüllt. Habe ich gesehen, ja. Und dann in Goldpapier. Ja. Kommt bestimmt gut. Bestimmt. Vor allem, die Frage ist, ob er roh ist oder gekocht? Wahrscheinlich roh, weil gekocht wird er matschig werden. Ja. Ah, guck mal hier. Der gute Mann hier spielt auch auf der Thüringen 2.0. Mhm. Ah. Habe ich gesehen. Ja. Die spiele ich auch. Ich mal, nicht. Mal gucken, ob sie jetzt wieder in Multiplayer geht oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Aktuell, Max, hast du ja einen Singleplayer daraus gemacht, ne? Ja. Ist der Server dann online oder was ist da gerade auf dem Server drauf? Naja, ich lasse sie genauso mit den selben Parametern im Grunde laufen wie gehabt. Eben 4 Tage Seasons, er läuft durchgehend. Aber der Vorteil ist halt, dadurch, dass ich ja Curseplay und Autodrive drauf habe, kann ich rein theoretisch sagen: Curseplay grubber mir das Feld und ich gehe runter und Curseplay arbeitet halt weiter. Und. Da Curseplay auch in Verbindung mit Autodrive zum Beispiel zum Tanken fährt. Selbst wenn der Tank leer sein sollte, fährt er eben hin zur Tankstelle, tankt, fährt zurück und arbeitet weiter. Und wenn ich dann wieder drauf komme, ist es halt ich das Ganze. Meistens fertig. Manche Sachen funktionieren nicht so ganz.
Das, was mich halt so ein bisschen enttäuscht, ist, dass auf meinen Discord-Post sich niemand auch wirklich irgendwie reagiert hat drauf von den Mitspielern. Achso, jetzt habe ich mich schon kurz angesprochen gefühlt, aber... Nee. Ich habe aber heute mal ganz kurz Discord aufgemacht, habe mich mal ganz kurz ein bisschen durchgescrollt, so 5 Sekunden habe ich wieder zugemacht. ich finde Discord so anstrengend, affig. Nein, bei Discord finde ich jetzt gerade eine Entwicklung sehr interessant, die jetzt so nach und nach auf die Discords ausgerollt wird. Discord hat ja eigentlich damit dann zu tun, ist dafür verantwortlich, dass viele Foren geschlossen werden. Weg sind. Hm. Ja. Und jetzt führt Discord eine Forenfunktion ein. Das finde ich sehr interessant. Ja, gut. Aber ich habe sie noch nicht, die Funktion, da ist meiner Discord wohl zu klein dazu noch. Jetzt mal ein bisschen Traffic so auf dem Discord sagen. Kein Problem. Hier, dann posten wir noch hier gleich mal den Link rein. Zack. Gleich mal in meinem Chat gepostet. Haha. Ja. Alle mal draufkommen, alle mal hier ein bisschen Traffic verursachen hier bitte. Kaki, genau. Du musst jetzt deinen Link auch mal posten. Und den Link werde ich auch unter die Folge dann in YouTube dranhängen. Leute, dass ihr da draußen auch in den Genuss kommt, dürft ihr gerne joinen. Steht bei mir alles in der Videobeschreibung mit drin. Alles? Wie lang ist denn deine Videobeschreibung? 300 Seiten? Braucht man dafür Inhaltsverzeichnis oder was? So ungefähr. Das ist ja wild. Titel, dann kommt erstmal ein riesiger Werbeblock. Dann kommen so Social Media Links und was weiß ich nicht alles. Und ja. Muss sein. Muss sein. Naja. Aber das liest doch keiner, wenn zu viel ist. Ja, und der Witz ist, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich bin ja auch MMOGA-Partner. Und ich habe diesen Monat 2 Spiele über MMOGA verkauft. Oha. Wie auch immer. Oh, ich bin fertig. Die Mission ist fertig. Es hat gereicht. Sepp, du hast 2 Spiele verkauft persönlich, oder? Halt über die Reflinks halt, die ich sowohl in den Streams poste, als auch eben in der Videobeschreibung ist. Hm. Ich weiß zwar nicht an wen und ich weiß nicht was, ich weiß eben nur die Summen. Und bringt halt auch ein bisschen Geld. Wobei ich habe bei MMOGA noch nie eine Auszahlung bekommen. Okay. Weil ich noch nicht die erforderlichen 30 Euro zusammen habe. Naja, vielleicht zu Weihnachten, Gacki. Ja, glaube ich nicht. Das wird noch dauern, weil ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt mache und. Ich habe jetzt 16 Verkäufe insgesamt darüber. Ich habe keine Ahnung, was da hängen bleibt, aber... Ja, MMOGA zahlt immerhin bei Digitalverkäufen 10% Provision. Okay. 10% ist jetzt gar nicht mal so geschlampert, ne? Naja, also ich war ja zuerst bei Instant Gaming, weil die keine Zugangsvoraussetzungen hatten. Die haben halt 2 bzw. 3% gezahlt. Hm. Und bei MMOGA musst du halt eben auch wieder gewisse Abo-Zahlen und so haben. Und die zahlen eben bei Digitalgeschichten 10% und bei Retail-Boxen sogar 15% Provision. Mhm. Und das sind halt, sag ich mal, bei den heutigen Spielepreisen sind es dann schon mal 2, 3, 4 Euro. Hast du schon voll gemacht? Nee, hast du nicht. Okay, aber warum? Wow. Nicht weiter? Was ist euer Problem so? Ja.
Guck mal, da haben wir. Na genau, wenn wir das, dann nehmen wir das doch noch hier mit rein. Mission. Oh, 17.000 Euro, okay. Was, wo, wir? 17.000 Euro für was denn? Nein, die Seemission, die ich gerade hatte. Oh, schlecht. Ja. Na, guck mal, dann waschen wir den nochmal, bevor wir ihn gleich verkaufen. Ich finde, das ist aber alles sauber. Das ist ein perfekter Abschluss für diese Folge. Es ist alles sauber und wir sind frisch gewaschen und geduscht in der nächsten Folge. Deswegen, liebe Leute, schön, dass ihr da wart. Morgen um 12 Uhr geht's weiter. Lasst uns ein Däumchen da. Wir freuen uns. Tschüss. Ja, und wer keine Lust hat, immer nur diese komischen YouTube-Folgen zu gucken, kommt freitagabends hier in den Stream. Da bekommt ihr alles uncut hier zu sehen. Immer so freitags, ab 18 Uhr, 18.30 Uhr sind wir live. Also einfach vorbeigucken. Das war's auch von mir. Tschüss, bis morgen.